Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator 22, die 2 vom Bau. Ja, ihr habt heute die Premiere erlebt. Und jetzt kriegt ihr von mir nochmal einen kleinen Einspieler. Das, was ihr beim Markus quasi schon gesehen habt in der letzten Folge. Das machen wir hier jetzt nochmal im Kleinen. Ihr seht hier jetzt auch nicht den aktuellen Baustatus, den ich habe. Ich möchte mir die Stadt mal ein bisschen angucken. So. Beziehungsweise die Gegend im Allgemeinen. Ein bisschen was entdecken vielleicht. Und halt einfach mal durch die Gegend fahren. Also sehr, sehr farbintensiv hier. Ups. Und ja, das ist wohl auch den Klängen nach Urwald, ne? Was ist das denn? Geht's hier nicht mehr weiter? Also hier ist echt ein unbekanntes... Ach, guck mal, hier ist das Hafengebiet. Ah. Gucke ich mir doch die Karte mal an, bevor wir dann der nächsten Folge entsprechend weiterbauen natürlich. Na, da kommen wir nirgendwo durch. So. Da sind überall Fragezeichen, aber warum? Wir fahren mal hier auf das Betriebsgelände. Okay, hier ist also der Stahlhandel. Ja, im Bausimulator selbst werden wir in erster Linie natürlich bauen. Da wird man von all dem hier relativ wenig zu Gesicht bekommen. Hier ist das Sägewerk. Alles dicht beieinander, ne? Hier gibt es die Fertigwandfabrik. Dieses Auto hat nur einen Gang. Und hier ist auch noch irgendwas. Hier ist der Bauhof. Gibt im Übrigen 20 Fundstücke hier auf der Karte, wo auch immer die dann sind. Gut, also hier haben wir alles relativ eng bei auf einem Platz. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir können auch gleich mal schauen. Hier ist der Baustoffhandel. Na, guck mal an. Wir können auch gleich mal schauen, ob es auf dieser Karte eventuell nee, ob wir eventuell neue Fahrzeuge noch mitbekommen haben, aber ich glaube eher nicht. Okay. Da stehen irgendwelche Kanister rum. Das sind aber keine Fundstücke, oder? Nee. Die Kanister nicht, glaube ich nicht. Nee, nee. Die stehen hier nur so. Aber es ist echt irgendwie... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so tropischer Regenwald, ne? Wir können mal hier auf die Karte gucken. Also hier oben haben wir jetzt alles soweit abgegessen. Hier wird es verschiedene Aufträge geben. Wir fahren jetzt hier mal rechts und dann nächste links rum.
Es ist so gesehen relativ klein gehalten, das Ganze. Und ich denke mal, wenn wir das Ganze hier fertig haben, dann werden wir auch mal wieder zurückkehren zu unserer Basis und da weitermachen. Mal schauen, was noch so kommt. Hui, ständig hängst du hier in den Bananen, ey. So, was haben wir hier? Das soll eine Tankstelle darstellen. Naja, gut. Mal sehen, was wir noch entdecken. Auch hier gibt es Autos mit Bassantrieb. Also ich denke, das ist hier so ein ganzes Arenal, was hier von der, sagen wir jetzt mal, von der Raumfahrtbehörde aufgekauft wurde. Und ist natürlich die Frage, ne? New Spaceport. Coming soon, genau. Ob man hier nicht eben auch Natur zerstört für irgendwas. Wenn ich so dran denke, was für eine Kuhle wir ausgehoben haben bei dem, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen, so ein kleiner Spoiler. Was für eine Kuhle wir ausgehoben haben für dieses, Wissenschafts- oder Wirtschafts-, na, Wissenschaftsgebäude, wo die Uni oder, keine Ahnung, Forschungszentrum, was auch immer das werden soll. Ich glaube, ich muss hier grafisch noch was einstellen. Das ploppt mir alles ein bisschen spät auf hier. Hoppla. Hier ist bestimmt das Kieswerk und so ein Kram. Möchte ich fast für wetten. Wo will er denn hin? Der steht da, weil er so gehüpft ist. Ich dachte, der wäre da jetzt direkt reingefahren. So, hier haben wir das Kieswerk. Und das wird jetzt in unser Gameplay, in den Multiplayer nicht mit einfließen, was ich hier mache. Hier ist irgendein, es könnte aber auch ein Wasserwerk sein. Ich würde das jetzt vom Weiten her, von der Textur her, nicht als Güllegrube. Mit was? Ich will mal die Karte öffnen. Ja, genau. So, wir haben hier noch ein Fragezeichen. Im Hafen. Da müssten wir noch hin. Hier haben wir jetzt soweit alles aufgedeckt. Hier sind dann noch Aufträge. Da können wir eine Produktionshalle bauen. Hier ein Forschungszentrum. Eine Verkehrsstraße. Fahrzeugmontage. Das heißt, wir sind jetzt aktuell, glaube ich, hier dran beim Forschungszentrum. Das wird lustig. Da haben wir ein Loch ausgehoben, liebe Leute. Das ist abenteuerlich. Jobs, Kampagne, Wissenschaft und genau, Forschungszentrum.
Das heißt, wir arbeiten jetzt die Kampagnen ab. Wir sind hier bei fast 100% fertig. Das Ende werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Bohrung, Kieslieferung. Wird einiges reingehen. Materiallieferung, Auspacken, Plattenfundament, Ortbetonwände, Materiallieferung, okay, Deckenbau, Aufzugsschacht. Das ist ein bisschen was, würde ich mal behaupten. Damit sind wir noch nicht fertig. Materialien, 9-mal Bewehrungsgitter, 8-mal Betonschallung. Da kannst du darauf an, dass wir da aber ordentlich, ne, Deckenelemente, 7-mal. Fertigwandelemente. Da kannst du aber Gift drauf nehmen, dass wir dort wohl einiges kann ich da denn durch? Warum? Ich kann mir gar nichts anzeigen lassen. Das ist ja interessant. Markierung setzen mit G. Ach so. Ja, jetzt geht's. Dann machen wir mal. Und auf diesem Eiland sind 20 Raketen versteckt, wo auch immer. Oh. Ja, hup nicht. Genau, ja, und wer sehen möchte, wie es bei uns weitergeht, natürlich reingucken, die zwei vom Bau, ne? Völlig klar. Hier ist noch irgendwas. Hafengebiet. Hier ist noch ein Fragezeichen. Ach, hier ist der Fahrzeughändler. Alles klar. Wir können mal eben reingucken. Warum drücke ich eigentlich P? Das ist doch Schwachsinn. Hier geht das ja mit M. Ich habe mich schon gewundert, dass hier kein Händler ist. Ja, weil ich noch nicht da war. Hier ist er. Betreten. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Neues entdecken. Aber ich glaube, so auf den ersten Blick. Nö. Nichts Neues am Start. Von daher kommen wir mit den Maschinen, die wir bislang hatten, auf jeden Fall klar. Und ich würde jetzt mal, hier war glaube ich das Forschungszentrum, ne? Ja. Ich würde jetzt tatsächlich mal bis hierher fahren, um mir das Gelände mal im unbearbeiteten Zustand anzuschauen. Weil sehr groß ist das ja alles nicht hier, ne? Alles sehr grün, Urwald, ja. Und es wird eine Weile dauern, bis wir hier fertig sind. So. Geht hier hoch, wa?
Ja, hier wird also dann das neue Forschungszentrum irgendwo gebaut. Vor allen Dingen wird das kein kleines Loch, was wir da reingraben. Aber wo kommt denn das hin jetzt mal im Ernst? Müsste das hier ja die. Weil wir haben nichts wegräumen müssen, gar nichts. Man fängt hier einfach an zu graben. Was auch immer hier mal war. Ich meine, hier liegt allerlei Zeugs rum. Hier war wohl mal Bauernhof oder so. Oder setzen wir das hier rein? Ich weiß es jetzt selber gerade nicht. Oh je, oh je, oh je, hier staubt's aber du. Schon beim Laufen staubt's unglaublich. Hier sind ein paar olle Container. Okay, da ich ja hier im Singleplayer unterwegs bin, gucke ich mal eben. Wir machen mal J, Kampagne, Forschungszentrum, damit fangen wir an. Und Auftragsumfang Mittel. Hoch, dann gibt es natürlich richtig. Vor allen Dingen kriege ich dann die Kohle für meine Firma zusammen. Und ich nehme den Auftrag einfach mal an. Genau. Gut. Jetzt müssen wir gucken, wo dieser Wirtschaftsweise ist. 231 Meter da. Bin ich gespannt. Ach, guck mal, hier ist eine Rakete. Die nehmen wir noch gleich mit. Dann bin ich mal gespannt. Guck mal, nicht mal ein Gelände, was wir haben. Jetzt weiß ich nicht mehr. Okay, also das, was hier vorher war, ist weggemacht worden. Genau, wir sprechen kurz mit ihm. Hallo, du gehörst zur neuen Baufirma, oder? Ja. Ich bin George, der Leiter der Forschungsabteilung. Leider hat Lucy gerade viel zu tun, deshalb spreche ich heute mit dir. Wir brauchen ein neues Gebäude für unsere Experimente, aber die Teile für unser Radioteleskop sind ziemlich groß. Und Naja. anscheinend haben nicht alle Firmen die nötige Ausrüstung, um sie zu transportieren. Aber ich hoffe, dass du das hinbekommen kannst. Aber selbstverständlich kriegen wir das hin. Lucy hat mir erzählt, dass du einen guten Ruf hast. Also dürfte das ja kein Problem sein. Tu mir nur bitte den Gefallen und lass es mich wissen, wenn es doch zu viel werden sollte. Mehr Ärger können wir im Moment echt nicht gebrauchen. Gut, jetzt haben wir mal in die Karte reingeluschert. Es ist eigentlich traurig, dass man von jetzt auf gleich hier verpasst, was hier auf der Gegenseite gewesen ist. So, was wir jetzt aber, oder was ich jetzt einmal mache, das habt ihr ja im Multi schon gesehen. Ich werde beim Fahrzeughändler, wo ist der denn jetzt hin? Da. Betreten. Werde ich mir einfach einen Bulldozer organisieren. Den muss ich im Übrigen auch noch einstellen, ne? War das ein Liebherr? Das Ding ist zu klein. Radlader. Es ist schwierig, aber ich zeige euch was. Wer den Multiplayer gesehen hat, der kennt es sowieso.
So, wenn ich den miete, was kostet er denn? 4.900. Aber ich würde mal behaupten, den brauchen wir sowieso ständig. Den würde ich kaufen. Und jetzt haben wir einen Fuhrpark. Einsteigen. Und ich muss noch die Dozer-Steuerung machen. Escape, Einstellungen, Steuerung. So, Tastatur, Thrustmaster. Das ist der Shifter. Gut, den hat er jetzt erkannt. Der ist für einen Bagger und so weiter, ist er bereits eingerichtet. Das ist soweit okay. Zugmaschinen, Haken, Kipper, Radlader, Bagger. Baggersteuerung, das ist der Kran, Mobilkran, Planierraupe. So. Schild hoch. Machen wir so. Schild runter. Ach so, nee, warte mal. Das ist jetzt eigentlich Mist. Pass auf. Planierschild hochrotieren. Nehmen wir den. Planierschild runterrotieren. Nehmen wir den. Planierschild heben. Nehmen wir den. Planierschild senken. Nehmen wir den. Mal gucken, ob das hinkommt. So. So, jetzt machen wir Karte. Und dann machen wir jetzt aber einmal Schnellreise. Und dann zeige ich euch was. Man kann jetzt natürlich hergehen. Ich habe jetzt Arbeitsaufwand groß gemacht. Man kann jetzt natürlich hergehen und kann natürlich baggern. Das geht. Wir haben aber festgestellt, das hier ist ein dermaßen großes Loch, dass wir einfach hergegangen sind und sind angefangen, hier wild drauf loszuschieben. Das versuche ich hier mal etwas koordinierter anzugehen. Genau. Weil ihr kommt hier genauso gut mit so einem Ding durch, als wenn ihr einen Bagger nehmt. Das funktioniert also ganz gut sogar. Ich versuche das jetzt einfach mal komplett bis nach hinten durchzuschieben. Ich habe das irgendwann mal ausprobiert und das geht, und das geht sogar sehr gut. Wenn man jetzt überlegt, dass man dieses Loch komplett ausschaufeln möchte, das ist schon ein Abenteuer für sich. So, liebe Leute, aber das war's. Wir wollten uns ja eigentlich nur die Karte angucken. Alles das, was wir bauen und machen und tun, das schaut ihr euch dann bitte im Multiplayer an, wenn ich da zusammen mit dem Intoxic zockt. Spiele, Link dazu in der Videobeschreibung. Natürlich auch auf meinem Kanal. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dann erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.